Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen, seinen Bericht 265 der Beilagen hinsichtlich der Petitionen Nummer 1 und 2, 11 bis 13 und 15 bis 19 sowie der Bürgerinitiativen Nummer 17, 21, 44 und 45, 47, 49 und 50 zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die hierzu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Mehrheit damit angenommen. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Schenk, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Österreich braucht ein Anti-Mobbing-Gesetz. Und ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Die Minderheit ist abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Magister Loacca, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Bürgerinnenbeteiligung und Information im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Magister Loacca, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Gebietsgemeinden. Und ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Magister Loacca, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Finanzverfassung neu. Und ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Magister Loacca, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Rahmenbedingungen für Gemeindekooperationen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt.